München oder Berlin. Überall das gleiche Spiel. Jugendliche kriminelle Banden suchen sich ihr nächstes Ziel. Doch wir dürfen uns nicht wehren. Sollen Vertrauen auf harter Tat. Nur vergisst man zu erwähnen, dieses Werk ist eine Tat. Überfällen ging das Ungeheule los. Rentner brutal überfallen, hielten geliebt weit und groß. Laut ihr ruft das harte Strafen, was sie jedoch rübersahen. Diese Schläger gibt's schon lange, schon seit mehr als 20 Jahren. Nicht so schrecklich wär, würde ich vermutlich sagen, lass doch diese feige Bande weiter um sich schlagen. Denn durch die Gewalt erst schwimmert jedes brave Kind, wer die wahren Feinde unseres deutschen Volkes sind. Erst wenn ihre Körper auf dem harten Asphalt liegen, werden sie begreifen und der deutsche Geist besiegen. Für die Übeltäter hieß es dann Kopf abpacken. Denn die Schlägertrupps sind stets und ständig nur. Heute wundern sie sich alle, wie es denn nur so weit kam. Diese Schläger sind ein Produkt ihres Multikultivans. Erst wenn seine Knochen brechen, scheint der Bürger nicht mehr blind. Und dann wird auch erkennen, dass nur wir die Lösung sind. Nicht so schrecklich schwer, würde ich vermutlich sagen, lass doch diese feige Bande weiter um sich schlagen. Denn durch die Gewalt erst schwimmert jedes brave Kind, wer die wahren Feinde unseres deutschen Volkes sind. Erst wenn ihre Körper auf dem harten Asphalt liegen, werden sie begreifen und der deutsche Geist besiegen. Für die Übeltäter hieß es dann Kopf abpacken. Denn die Schlägertrupps sind stets und ständig nur Jannen, Jannen, Jannen. Sind stets und ständig nur Jannen, Jannen, Jannen. Sind stets und ständig nur